begrüße euch zu unserem ersten Let's Play im Jahr 2013. Diesmal geht es um Shoot Mania Storm. Die Beta 2 ist da und wir starten mit euch durch in ein Online-Spiel, in einer Online-Partie. Und wie sollte es auch anders sein, denn das Spiel ist natürlich absolut auf Online ausgelegt. Und wir werden jetzt mal hier so ein kleines bisschen reinschauen. Wir haben das gestern schon getan. Und ups, ich erkläre euch gleich, wenn ich hier aus dieser brenzligen Situation wieder raus bin, ja, was jetzt gerade passiert ist, erkläre ich euch mal ein bisschen genauer, worum es eigentlich geht. Also wir sehen hier diese riesengroße Map. In der Mitte, da vorne, sehen wir so einen Pole, der kann aktiviert werden. Und wenn das geschehen ist, dann zieht sich hier dieser Sturm, der um uns herum ist, zieht sich zusammen und beschleunigt somit das Spiel. Und der zieht sich immer weiter zusammen bis in die Mitte des Spielfeldes. Das passiert auch gerade, da sehen wir schon, das Ganze kommt hier näher. Also gehen wir in die Mitte und versuchen hier zu überleben, was uns auch gerade gelungen ist. Carsten Konze gewinnt die Runde. Das gibt Fettpunkte. Da sehen wir schon, wir sind aufgestiegen von, ja, auf Platz 3 mit 21 Punkten. Das ist schon ganz gut. Insgesamt sind wir 12 Spieler hier gerade, die am Start sind. Ein internationales Team. Hier in diesem Respawn oder Spawn Point, wo wir gerade uns befinden, sehen wir auch nochmal die Übersicht. Also wer gerade welches Ranking beinhaltet. Und hier ist alles voll mit diesen Respawn-Punkten. Oh, wir werden beschossen und zwar von einem speziellen Punkt aus, den ich euch auch noch genauer erklären werde jetzt. Da ist der Kollege weg. So, und zwar haben wir im Spiel erstmal immer nur diese eine Waffe hier. Und das können wir aber ändern, indem wir zum Beispiel hier auf dieses Feld uns begeben. Dann ändert sich das Crosshair. Und dann kann ich jetzt hier versuchen, den Kollegen da oben wegzusnipen. Was mir noch nicht gelungen ist. Wow, da stürzt sich auf und er hat uns erwischt. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, das im Auge behalten. Das ist natürlich vielleicht so ein kleines bisschen negativ, aber ich finde es insgesamt positiv, denn durch diesen Sturm, der sich immer mehr zusammenzieht, werden viele negative Sachen in so einem Spiel verhindert. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel Spieler XY gerade meint, er müsste mal schnell aufs Klöchen gehen und bleibt an seinem Respawn-Punkt einfach stehen, muss man den nicht suchen gehen, um das Spiel zu beenden, sondern das geschieht quasi von ganz alleine. Außerdem bringt es natürlich ordentlich Geschwindigkeit in so eine Partie rein. Leute, die irgendwo auf der Map campen, weit außen auf hohen Positionen, die werden natürlich dadurch dazu angetrieben, auch mal ein bisschen mehr in den Infight zu gehen, gerade zum Schluss der Map. Und das finde ich eigentlich absolut positiv. Ihr seht schon, man muss hier immer so ein kleines bisschen in Vorhalte gehen beim Schießen. Und unten links sieht man gerade, wie sich die Schüsse auch wieder aufladen. Also ich habe jetzt am Anfang 4 Schüsse, die ich automatisch abgeben kann. Das muss sich aber auch erst wieder aufladen. Und ansonsten bin ich erstmal nur mit einem oder zwei Schüssen unterwegs, bis das wieder voll aufgeladen ist. In der Mitte unten sieht man auch unser Schild. Also wir können mehrere Schüsse wegstecken, insgesamt 2. Beim zweiten sind wir allerdings dann tatsächlich auch gefragt. Na, so, wie gerade gesehen, der hat 2 Schüsse eingesteckt und ist beim zweiten dann halt eben gefragt worden von mir. Man kann das Schild aber auch zwischendurch wieder aufladen. Auch da zeige ich euch gleich, wie das geht. Denn auf der Map gibt es auch wieder spezielle Plattformen, wo man das machen kann. Und auch das ist ganz gut gebalanced, muss ich sagen. Denn, ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. So, da oben haben wir die Plattform zum Aufladen unseres Schilds. Das Crosshair verändert sich gerade, weil, egal wie oft ich jetzt hier die linke Maustaste drücke, ich kann nicht schießen. Finde ich eigentlich super, denn so wird auch verhindert, dass irgendwelche Leute sich für den gesamten Spielablauf auf dieses Ding zurückziehen und von dort aus campen. Da werden wir doch auch mal mit hacken hier gerade. Nein! So, jetzt habe ich zum Beispiel nur Schild nur noch 1. Wäre für mich also jetzt ideal, hier auf diesen auf diese wiederaufladbare Fläche zu gehen, um mein Schild wieder aufzuladen. Habe ich aber leider nicht hinbekommen. Außerdem seht ihr zwischendurch mal so kleine Becken mit so blauer, lila Flüssigkeit. Auch da sollte man nicht reinfallen, denn dann ist man sofort tot. Okay. Die behaken sich jetzt hier gerade. Wir können natürlich auch mit unseren Tasten 1 bis irgendwas hier in die verschiedenen Spieler hineinspringen, wenn wir
gerade nicht mehr respawnen können. Natürlich können wir nicht wieder respawnen, weil dieser Sturm schon in der Mitte der Map ist und die Respawn-Punkte ganz außen liegen. Auch das finde ich, also ich finde das Konzept wirklich gut, muss ich sagen, weil es garantiert halt, dass man keine Endlos-Spiele hat, irgendwie, wo sich die letzten zwei Leute dann eine halbe Stunde lang auf der Map suchen und sich gegenseitig den Allerwertesten wegsnipen, zumindest das versuchen. Und dadurch hast du halt auch relativ kurze Wartezeiten. Nein, relativ kurze Wartezeiten. Das ist das, was ich eben meinte. Relativ kurze Wartezeiten, was die nächste Runde angeht. Also das ist echt absolut gut durchdacht im Bereich Multiplayer. Man muss natürlich auch dazu sagen, wer hier sowas erwartet wie zum Beispiel Far Cry 3, das ist es natürlich nicht. Wir sprechen hier von einem absoluten Multiplayer-Spiel. Na komm schon. Zack. Leider nicht. Also das Spiel ist absolut auf Multiplayer ausgelegt und durch diese ganzen Features auch echt ganz gut gebalanced, muss ich sagen. So, auf die lange Distanz ist die Waffe auf jeden Fall nicht schnell genug. Da muss man halt extremst Vorhalte schießen. Aber dafür gibt es ja hier diese Punkte, wo man dann in diese Railgun sich verwandeln kann, beziehungsweise die Waffe verwandelt sich dann in so eine Railgun. So, jetzt wird es aber hier Zeit für mich zu verschwinden in die Mitte des Spielfeldes. Wow, Mist. Also ich hätte hier direkt rein müssen ins Zentrum, so wie die Jungs jetzt hier, und da kommt es dann tatsächlich auch zu einem richtigen Finish. Und nicht zu so einem Rumgesnipe über die ganze Map, was dann wirklich auch echt mal lange dauern kann, muss ich sagen. Also ihr kennt das sicher bei Online-Partien, wenn man sich dann die letzte halbe Stunde sucht und die anderen 10 Leute, die mit in dieser Online-Partie sind, wenn die dann warten müssen bis zur nächsten Runde, kann das schon mal ganz schön langweilig sein. Und das ist hier halt eben nicht der Fall. Finde ich persönlich ganz gut, aber jetzt muss ich mal mich wieder aufs Spiel konzentrieren, denn wir sind gerade mal auf dem 5. Rang. Wir sehen hier auch gerade, das Points-Limit liegt in diesem Spiel bei 200. Das heißt, wer zuerst 200 Punkte hat, der hat gewonnen. Da bin ich noch weit von entfernt, muss ich sagen, mit meinen 52 Punkten. Deswegen müssen wir mal ein kleines bisschen Gas geben jetzt hier. Auch so eine alte Krankheit von mir ist dieser Versuch hier mit Strafe Jumps weiterzukommen. Also hier der Punkt, den wir hier gerade sehen, wo man halt dann snipen kann, den sollte man möglichst am Anfang schon haben, beziehungsweise auf die Spawns warten. Aber es gibt natürlich auch andere Maps, Mist, es gibt natürlich auch andere Maps, wo die ein bisschen kniffliger liegen, diese Punkte. Und da kann es dann schon teilweise echt gefährlich werden. So, ab auf das Jump Pad. Ich kann übrigens auch hier, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, so wie jetzt gerade, mega weit springen. Also das ist auch so eine Spezialfähigkeit. Ich kann damit zum Beispiel auch teilweise schneller rennen. Den holen wir uns. Zack. Und da ist noch einer. Nein. 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 Shooting a Storm heißt es, weil dieser Sturm irgendwann euch kriegt, wenn ihr nicht schnell genug seid. Man muss also wirklich aufpassen. Sobald man diesen Wind hört schon, sollte man zusehen, dass man in die Mitte reinkommt. Und ich glaube, wir werden nicht mehr allzu lange spielen. Eine Runde vielleicht auch. Dann sollte hier der Kollege mit den 185 Punkten das 200-Punkte-Limit erreicht haben. Und dann ist das Spiel eben beendet. So springe ich jetzt nochmal. Also ein bisschen bewegen musst du dich schon, lieber italienischer Freund. So, jetzt haben wir hier nur ein Schild noch übrig und wir begeben uns auf diese Plattform hier. Jetzt kann man es nochmal sehr schön zeigen. Das lädt sich jetzt hier auf. Wäre ich nicht gefrackt worden, hätte sich das jetzt komplett aufgeladen und wir hätten wieder mit vollem Schild in diese Runde einsteigen können. So, jetzt muss man hier aufpassen auf diese zwei Sniper-Punkte. Da ist aber nichts besetzt. Also ein Respawn auf dieser Map, da sollte man dann wirklich diese zwei Sniper-Punkte im Auge behalten. Und dafür sind die halt eben angelegt. Ja, und ich habe nicht aufgepasst. Kommen wir wieder rein, weil der Sturm immer noch nicht aktiviert ist. Und der wird ja nur aktiviert, wenn da oben dieser Pole komplett aufgeladen ist. Was jetzt gleich passiert ist, da. Clay has captured the pole. Das heißt, jetzt zieht der Sturm auf und wir müssen zusehen, dass wir uns langsam aber sicher hier in die Mitte verziehen. Du springst doch gleich bestimmt hier hoch. Komm. Wow. Von wo kommt der denn?
Wir machen uns mal hier in so eine Ecke auf. Wir campen mal. Fieser Camper wird es nachher heißen in den Comments, aber das ist mir in dieser Runde egal. Komm schon. Nein. Den habe ich gekriegt und... Nein, noch einen. Nein, verflucht. Klee hat gewonnen und damit auch die ganze Runde gewonnen. Wir haben uns auf Platz 4 vorgearbeitet, was eigentlich ganz okay ist. Aber es hätte auch besser laufen können. Aber ihr wisst ja, immer wenn ich so viel reden muss, kann ich mich auch nicht hundertprozentig auf dieses Spiel konzentrieren, was wirklich Spaß macht. Also alle, die früher zum Beispiel Quake 3 oder Unreal Tournament gespielt haben, das gemocht haben, werden auch dieses Spiel mögen. Da bin ich mir ganz sicher. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Es ist sehr schnell, es ist sehr intensiv und es ist vor allen Dingen auch durchdacht. Coole Maps und ich bin gespannt, was wir noch alles erleben werden. Das Spiel kommt voraussichtlich am 23. Januar raus. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall noch mehr und vor allen Dingen detaillierter noch darüber berichten. Und ich steige jetzt mal ein bisschen ein in die nächste Partie und wünsche euch viel Spaß mit unserem nächsten Video. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Also abonniert uns und liked uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.